Vor ein paar Wochen habe ich ein interessantes YouTube-Video gesehen. Es stammt von der Kölner Schauspielerin und Regisseurin Annette Frier. Vielleicht kennt sie jemand. Sie hat in den Corona-Lockdown-Zeiten die Idee gehabt, zu sehr grundlegenden Fragen, die uns Menschen beschäftigen, Kurzclips zu drehen. Jeweils 20 Leute zu befragen, einfach diese grundlegende Frage zu stellen. Und das Video, das ich sah, behandelt eine Frage, die zweigeteilt ist. Der erste Teil ist harmlos. Wann sind Sie geboren? Schnell beantwortet. Und der zweite Teil hat es in sich. Und warum sind Sie hier? Die 10 Minuten des Videos handeln davon, wie 20 Personen unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Herkunft, mit unterschiedlichem Hintergrund damit ringen, eine vernünftige, tragfähige Antwort auf diese Frage, warum bin ich hier, zu geben. Der Pianist sagt, ich glaube, ich bin hier, um mit meinem Talent, mit meinem musikalischen Talent, anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Der Jugendliche, der im Rollstuhl ist, sagt, ich glaube, wir sind doch hier, um die Welt zu verbessern, um Gutes zu tun. Die Regisseurin wird selber gefragt und antwortet, ich glaube, wir sind hier, weil wir eine Aufgabe haben. Ja, wie, bist du religiös? Fragt die Kollegin. Ja, irgendwie schon. Und so geht es weiter. Und man wird selber hineingezogen in diese Fragestellung und überlegt sich für sich, ja, was würde ich jetzt antworten? Auf die Frage, warum bin ich hier? Ich habe im Katechismus nachgeschaut, im UCAT, und wir wissen, die erste Frage der Katechismen lautet tatsächlich, wozu sind wir auf Erden? Und UCAT antwortet dreifach, um Gott zu lieben und zu erkennen, um zweitens nach seinem Willen Gutes zu tun und drittens, um irgendwann einmal in den Himmel zu kommen. Gott erkennen und lieben. Der heilige Paulus, wir haben es in der zweiten Lesung gehört, spricht davon, die Weisheit Gottes zu erkennen, die anders ist als die Weisheit dieser Welt. Und der Heilige Geist hilft uns dabei, sie zu ergründen und darauf zu kommen, dass sie sich vor allem zeigt in der Torheit des Kreuzes. Wer käme da drauf, dass Gott uns so liebt, dass er sich für uns hingibt im Opfertod Jesu Christi am Kreuz. Das ist die Weisheit Gottes, seine unendliche Liebe. Gott lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit all deinen Gedanken, mit aller Kraft. Das muss man dazulegen zur ersten Tafel der 10 Gebote vom Sinai. Denn die erste Tafel beinhaltet ja die ersten 3 Gebote, die das Verhältnis zu Gott, zwischen Gott und Mensch beinhalten und thematisieren. Aber das ist nur der Rahmen. Keine anderen Götter neben ihm haben, den Namen Gottes nicht verunehren, den Sabbat, den Sonntag heiligen. Das ist der Rahmen, der muss aber mit Leben, mit Inhalt gefüllt sein. Gott lieben mit allen Kräften, die uns zur Verfügung stehen. Ich stelle mir das immer so vor, dass es da im Inneren meines Herzens einen Thron gibt. Und die Frage ist, wer darf den besetzen? Natürlich fallen uns da liebe Menschen ein, die einen Platz haben in unserem Herzen, gar keine Frage. Vielleicht ist es bei manchem das Geld, das Streben nach Einfluss, das gute Standing, nach Macht. Aber das führt nur zu Problemen, zu Stress pur. Sollte auf diesem Thron nicht der residieren dürfen, Platz nehmen dürfen, dem ich mich verdanke? Der Großes für mich bereithält, das Leben in Fülle, den Himmel, und der mich unendlich liebt. Eine Mama von 5 Kindern, ich kenne sie gut, sagte mir mal, dass die Jüngste, ich glaube, sie war damals 5 Jahre, die Josephine, sie öfters gefragt hat, Mama, wie komme ich einmal zu einem guten Ehemann, die 5-Jährige. Und die Mama hat dann interessant geantwortet, am besten, Josephine, du findest einmal einen, der Gott mehr liebt als dich. Ich bin zuerst ein bisschen zusammenzuckt, aber dann war mir schon klar, ja freilich, wenn da jemand ist, der Gott so gern hat, dass er an der ersten Stelle steht, in seinem Herzen auf dem inneren Thron Platz nehmen darf, dann bleibt genug Liebe übrig,
Und solche Liebe übrig, die wirklich treu ist, das ist die beste Garantie, dass die Ehe gut gelingt, dass eheliche Treue gut gelingt. Wer eintaucht in die Liebe Gottes, der taucht auch da auf, wo es um die Liebe zum Nächsten geht. Gott an die erste Stelle setzen, Gott erkennen, Gott lieben. Die Weisheit Gottes, die im Opfertod am Kreuz sichtbar geworden ist, erkennen. Das ist das Erste, äußerst sinnvoll und sinngebend und eine wichtige Antwort auf die Frage, warum bin ich hier? Die zweite Antwort kommt dem Jugendlichen im Rollstuhl sehr nahe. Wir sind doch hier, um Gutes zu tun. Jesus legt heute im Evangelium die Messlatte sehr hoch. Es geht, wie gesagt, nicht nur um die Leitplanken der 10 Gebote, die auf der zweiten Tafel stehen, die bilden nur den Rahmen. Autofahren wird nicht gelingen, wenn ich ständig nur die Leitplanken anschaue. Die dürfen wir nicht überschreiten, sonst wird es gefährlich, ja lebensgefährlich. Gutes Fahren zeichnet sich dadurch aus, dass ich auf der Straße bleibe. Das Leben spielt sich dazwischen ab. Die höhere Gerechtigkeit, von der spricht Jesus. Es genügt nicht nur in der Beichte nur zu sagen, ich habe noch nie jemanden umgebracht, habe noch keinen Meineid geschworen und bin auch noch nicht fremdgegangen. Die Sünde beginnt ja bekanntlich im Inneren. Was denke ich, wenn mir ein Mensch gegenübertritt? Was habe ich da für Gedanken? Ist es Ärger? Ist es Neid? Sind es Vorurteile? Oder gehe ich da im Inneren meines Herzens schon dran und bekämpfe solche schlechten Gedanken über den Nächsten und versuche, die Liebe Gottes, die Agape, seinen Geist zu erbitten, Herr, ändere meine Gedanken, wenn ich an diesen Menschen denke, wenn ich ihm begegne. Das Thema Wahrhaftigkeit. Wer anfängt zu schwören, der gibt eigentlich zu, dass er sonst mit der Wahrhaftigkeit nicht so hat. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Wie ist mein Reden, meine Kommunikation? Sage ich das, was ich auch denke? Natürlich geht es nicht darum, Kritik so zu äußern, dass ich dem anderen die Kritik wie einen nassen Waschlappen um die Ohren haue. Kritisieren am besten so, dass ich dem anderen die Kritik hinhalte wie einen wärmenden Mantel, sodass er nur noch hineinschlüpfen muss und gar nicht gemerkt hat, dass er kritisiert worden ist. Aber das Reden soll wahrhaftig sein. Was ist das Schlimmes, wenn auch in der Kirche geheuchelt wird? Wenn man sich auf das Wort des anderen nicht mehr verlassen muss, wenn man ständig zwischen den Zeilen denken muss. Klar sprechen, eindeutig sprechen. Das ist die Liebe. Ja, und wie schaue ich meinen Nächsten an? Ist mein Blick rein? Sind meine Gedanken rein? Auch da gilt es immer wieder zu kämpfen und zu ringen. Herr, hilf mir. Hilf mir, dass ich standhaft bleibe in der Versuchung. Und. Die Leitplanken sind das eine, die dürfen wir nicht überschreiten. Aber es geht sehr darum, das Innere zwischen den Leitplanken mit Leben zu füllen und die Liebe Gottes hereinzulassen. Sie ist mehr als die menschlich mögliche Liebe. Die Heilige Schrift, das Neue Testament, unterscheidet zwischen Philein, das ist die freundschaftliche, menschliche Liebe, und der Agape, das ist die göttliche Liebe, die ausgegossen ist durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Die dürfen wir immer wieder erbitten. Nach seinem Willen Gutes tun. Eine zweite, sehr tragfähige Antwort auf die Frage, warum bin ich hier? Mit Gottes Hilfe die höhere Gerechtigkeit suchen und leben. Ja, und schließlich irgendwann einmal den Himmel zu erreichen, in den Himmel zu kommen. Manchmal wird uns Christen vorgeworfen, wir würden ständig vertrösten aufs Jenseits. Oder die Rede vom Himmel, sie sei Weltflucht. Aber ist nicht genau das Gegenteil der Fall? Wenn wir den Himmel als Perspektive haben, im Herzen tragen, vor Augen haben, immer wieder herholen, dann ist doch das die beste Voraussetzung, mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsache zu stehen und die Welt mit den Augen Gottes, mit den Kriterien, mit den Maßstäben Gottes zu gestalten. Wer den Himmel vor Augen hat,
der muss nicht jetzt schon alles rausholen. Der muss sich selbst, den anderen, aber auch die Mitgeschöpfe, die Natur nicht überfordern oder gar ausbeuten. Ist nicht die Perspektive des Himmels eine wunderbare Prävention oder auch ein starkes Argument, um Naturschutz zu betreiben? Das Ausbeuten der Natur kommt sie nicht von der Gier des Menschen, von diesem Denken, ich muss jetzt alles rausholen. Wer den Himmel im Blick hat, der kann auch mal verzichten, der kann zufrieden sein, der kann im Frieden, inneren Frieden leben. Irgendwann einmal in den Himmel kommen, das ist das Ziel. Und dieses Ziel vor Augen heißt, ich schaue meinen Alltag, meine Handlungsweise, meine Vorgehensweise, mein Denken, mein Reden, ich gehe es mit den Augen Gottes an, mit seinen Maßstäben. Warum bin ich hier? Um Gott zu erkennen, um nach seinem Willen Gutes zu tun und irgendwann einmal in den Himmel zu kommen. Ein Normalsterblicher, der jetzt mit dem Glauben, mit Kirche nicht viel am Hut hat, wird da nicht gleich drauf kommen, solche Antworten zu geben. Aber wer länger nachdenkt, wird merken, dass diese drei Antworten richtig tief gehen und sehr tragfähig sind. Amen.